Ole, 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 ola. Mia Box ist zweimal da. Das hat sich nicht gereimt. Egal. Guckt einfach das Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxen, Welt und Meer. Ja, der ein oder andere hat vielleicht das Unboxing von der Mia Box gesehen. Und ich hatte ja da schon angedeutet, es werden Jubeltage geben, wo ich auch die Mia-Box verlose. Mir persönlich hatte diese März-Ausgabe jetzt nicht so zugesagt, was aber nichts heißt, denn dem einen oder anderen hatte sie überraschenderweise doch gut gefallen. Und dann passt es doch, dass die in die Verlosung gegangen ist. Also von daher freut mich das natürlich. Und ich habe mir dann aber überlegt, ich habe nicht nur eine Box, die ich dann an euch verlosen möchte, wie ihr sehen konntet, sondern im Thumbnail zu sehen zwei Boxen, aber nicht zweimal die gleiche. Das heißt, die erste Box, die ich jetzt verlosen werde, ist, das eben zuhalten, das ist dann die Februar-Ausgabe. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Und dann als zweite Box, es heißt zwei Gewinner, wäre dann die jetzt von März, die Frühlingsgefühle. Was ihr tun müsst, ich habe das schon in den anderen Videos gesagt, die Informationen dazu, die Bedingungen und bis wann die Verlosung geht, seht ihr in der Infobox. Was ihr euch jetzt hier an der Stelle einfach merken müsst, ich verrate ausnahmsweise, dass da gerade was aufleuchtet. Das hat aber dann nichts mit der Verlosung jetzt hier zu tun, sondern das ist Lösungsbuchstabe bzw. Lösungszahl für die große XXL-Jubelbox, die ihr am Ende der Jubeltage gewinnen könnt. Hier habe ich trotzdem jeden Tag für euch eine Verlosung gemacht und mache die ja noch, weil das ist jetzt, glaube ich, Nummer 4, die ich jetzt mache. Und da, wie gesagt, habe ich mir einfach überlegt, es soll zwei Gewinner geben und ihr müsst aber entscheiden, möchtet ihr jetzt die Box Februar haben oder die Box März? Ja, also das solltet ihr mir da auf jeden Fall beischreiben. Dementsprechend haben wir auch zwei Hashtags. Ich lege mal los. Hashtag, wer diese Box haben möchte, ist Februar. Da war drin dieses, so mancher erinnert sich, dieses Puder. Ihr seid mir bitte sehr, sehr vorsichtig, wenn ihr die Dose aufmacht. Ne? Ihr erinnert euch hier an diese Schneeschlacht, ja, die euch dann passiert. Aber es ist halt ein wunderbar duftendes Dusting Powder von, wie war das, Woods of Windsor. Es riecht wirklich toll. Dann war da drin diese Peel-Off Glitter Mask von Calusan Forte Hornhautschrundencreme. Dann von Figure Out Woman, dieser Roller, dieser Deo-Roller. Und als fünftes Produkt von Cosel, dieser Lippenbalsam oder Lippenstift vielmehr, in der ja, Pink-Rot-Farbe ist das. So, das ist wie gesagt Hashtag Februar. Möchtet ihr aber die März-Ausgabe haben, ist es Hashtag März. Da war drin einmal von Sensual Flowers das Duschgel, also von Ed Rebell, das Sensual Flowers Duschgel. Dann von Mia Box das Caribbean Dreams Deo Spray mit Limette und Kokosnuss. Der Flüssig Eyeliner von Cosar in diesem lila Farbton, lila Anthrazit. Der Concealer von Cosel, ebenfalls Cosart Art. Und last but not least, jetzt kommt's raus, dieser korallfarbene Lippenstift von Cosar. So, das sind die Boxen, die ihr gewinnen könnt. Bedingungen, wie gesagt, in der Infobox. Und ich hoffe, ihr nehmt zahlreich daran teil, weil ich weiß, dass es ja doch einige Fans noch der Mia-Box gibt.
die sich die aber vielleicht jetzt auch einfach nicht mehr kaufen, weil sie halt nicht 100% überzeugt sind, aber sagen, oh ja, so, wenn ich die jetzt so gewinnen kann, dann versuche ich mein Glück doch nochmal. Ne? Und wie gesagt, die Leier, die ich jetzt jeden Tag runterrassle, ihr Lieben, ich achte diesmal extrem rigoros darauf, seid ihr schon länger Abonnent auf meinem Kanal. Ne? Und das ermittle ich, wenn es sein muss, mittels Screenshot, mittels Nachgucken. Da gibt es so Möglichkeiten und deswegen, ich möchte da diesmal definitiv keinen Verlosungshüpfer haben. Nee, da ist mir mein Geld, was ich dafür ausgegeben habe, zu schade. Klipp und klar. Denen habe ich ja gesagt, ihr könnt euer Glück gerne ein andermal versuchen, dass ihr dann vielleicht durch den Random Picker nicht durchrasselt, sondern dass ihr halt trotzdem gewinnen könnt, bitte. Aber für hier jetzt, für diese Jubeltage, das war's dann. Tschüss.